Hallo zusammen, schön, dass ihr auch zu dem Video einschaltet. Ja, bei mir ist immer noch Sonntag, der 18. Februar. Ich bin noch immer voll im Videomarathon, also da ist jetzt schon Video Nummer 3 für mich. Ich drehe nachher wahrscheinlich nochmal eins oder zwei. Aber ja, ihr werdet es natürlich gestaffelt sehen, aber ja, es freut mich, dass ihr einschaltet. Ja, jetzt habe ich wieder einen duftigen Haul für euch, allerdings von einem USA-Shop. Und zwar heisst der Shop The Fakery Bakery Wax. Ich habe dort, ich glaube, es war Mai 2017, das erste Mal bestellt. Und würde euch das natürlich gerne zeigen. Zum Shop selber, soviel ich weiss, hat sie nur eine Facebook-Seite, keine Facebook-Gruppe. Und via Facebook-Seite kommt ihr dann, glaube ich, zu ihrem Shop. Also wenn ihr den bei Google eingebt, kommt ihr nicht, meinte ich. Und ja, also ihr müsst ihre Facebook-Seite quasi liken und dann sind ihr immer up to date. Ich habe die Seite, oder besser gesagt den Shop, schon öfters mal gesehen in Videos, bin aber nie geschaut. Den hat mich aber die liebe Natalie angefixt. Besser gesagt, sie hat mir eine Nachricht geschrieben, ja, es gäbe einen Restock, so einen Pre-Order-Restock. Und dann bin ich schauen und musste einfach bestellen, weil mir die Blends so gefallen haben. Und an dieser Stelle nochmal ganz ein liebes und grosses Danke an Natalie, weil ich habe noch gestern geschrieben, weil ich die meisten Duftbeschreibungen nicht gefunden habe. Und zum Glück hat sie einige noch gefunden und hat mir die angegeben. Ja, vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Gut, ich würde sagen, wir legen los. Ich habe nicht gesagt, sie liefern leider nicht international. Also wenn ihr Interesse habt an ihren Sachen, braucht ihr leider ein USA-Postfach. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Muss aber ehrlich sagen, ich bin seitdem auch nicht mehr gross schauen, was sie macht. Ja, ich muss auch natürlich mal zuerst testen, um zu schauen, wie die Duftabgaben sind. Und ja. Also, genug geschwätzt, wir legen los mit den Goodies, wie immer. Da habe ich als erstes einen Google-Hopf bekommen in der Duftrichtung Do Bad Things. Da weiss ich die Duftbeschreibung leider nicht. Ja, eindeutig ein Herbstduft. Das ist ein Pumpkin-Zimt-Gemisch. Ja, also schmeckt nach Kürbis und einer grossen Ladung Zimt. Mir ist er ein Ticket zu zimtig, darum wird der weitergehen. Und der zweite Goodie war ein Sandshot. Ich musste ihn schnell umpacken, weil der Deckel kaputt war. Der Duft heisst Luby Cookies. Duftet für mich komplett nach Fruit Loops, also von dem Keks kommt da nicht wirklich was raus. Aber ja, sehr intensiv, sehr fruchtig, leicht cremig. Ja, mittlerweile mag ich Fruit Loops wieder, ich habe es wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gern gehabt. Aber jetzt geht es wieder, da überlege ich mir noch, ob ich den behalte oder auch weitergebe. Gut, dann gehen wir über zu meiner Bestellung. Ich habe mir hier zwei Formen bestellt. Ich glaube, es hat noch mehr gegeben. Ja, ich fange an mit den Sandshots und als erstes zeige ich euch einen Duft, den ich die Beschreibung leider nicht habe. Den haben wir in vierfacher Ausführung bestellt, weil ich gedacht habe, eben, wer weiß, wenn es den Duft wieder mal gibt und wenn er mir gefällt, dann habe ich wenigstens gerade auf Vorrat. Der erste Duft heisst Amazon und gefällt mir sehr gut. Ja, hat ein was von Regenwald, von so frischer Luft, frischem Tau, leicht was Wässriges, aber sicher auch was Grünliches, minim floral, aber ich würde sagen, geht definitiv in die frisch Richtung. Ist irgendwie zart, würde ich sagen, also nicht stechend und ja, gefällt mir gut. Der nächste Duft, auch in vierfacher Ausführung, heisst Sleep Tight und ist eine Mischung aus Pink Sugar und Bedtime Bath.
Ein Träumchen. Bedtime Bath ist irgendein Dupe-Duft. Und wenn ich mich nicht täusche, eine Mischung aus Kamille und Lavendel. Herrlich, sehr cremig, leicht parfümig, so wie eine feine Bodylotion. Also wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Den nächsten Duft, auch in vierfacher Ausführung, heißt Mermaid Dreams, Meerjungfrau Träum, und ist eine Mischung aus Peppermint, Saltisier und Lavender. Drei Düfte, die ich eigentlich absolut liebe, aber ich muss ehrlich sagen, ich wäre glaube von selber nie auf die Idee gekommen, zum Pfefferminz mit Saltisier mischen. Und es passt. Also in kalt muss ich sagen, kommt leider der Lavendelduft überhaupt nicht raus. Man schmeckt hauptsächlich Pfefferminz und Saltisier. Der Pfefferminz geht eher in die Frischrichtung, ein bisschen scharf. Aber dann kommt das Saltisier und gibt ihm noch die salzige Note. Und ja, ich hoffe, in warm kommt der Lavendel noch besser raus. Aber finde ich wirklich sehr eine schöne Kombi. Dann, den nächsten Duft habe ich auch viermal. Und heisst, ich glaube, ich hatte fünfmal. Ich glaube, einmal fehlt da. Ja, der Duft heißt auf alle Fälle Krabby Patties und ist eine Mischung aus Fresh Marine Ozone und Pink Sugar. Ja, Pink Sugar, mein Lieblingsduft und zum Glück hat sie ganz viele Kombis damit. Und auch da herrlich, ein ja frische wässrige Ozonduft mit dem leicht süßlich-parfümigen Pink Sugar. Ein Träumchen. Wirklich, wirklich schön. Da sind sie zum Teil noch verziert. Finde ich super. Geht auch so ein bisschen der Fresh Marino Zone ganz bisschen in so eine Weichspüler-Richtung. Finde ich also super. So, und dann kommen wir mal zu den letzten Sandshots. Da haben wir auch vier Stück davon bestellt und der Duft heißt Pink Paris, ist eine Mischung aus einem BBW-Duft, nämlich Sweet on Paris und Pink Sugar. Und auch der ist super. Leider habe ich Sweet on Paris, glaube ich, noch nie pur gehabt. Ich hätte ihn höchstens mal als Blend, aber ich glaube nicht einmal da. Ich habe ihn aber schon in verschiedenen Shops gesehen und super. Klar, es hat die typisch leicht parfümige Note, die BBW einmal hat. Und dann ist es eben so einmal ein bisschen eine Mischung aus fruchtig und parfümig und dann mit dem Pink Sugar. Ich meinte, es hat Brombeere drin. Aber ein Hammer, Hammer Kombi. Noch leicht spritzig. Also der ist super. Wirklich. So, und dann kommen wir zu der etwas grösseren Form, die wir bestellt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie die genau nennt. Das sind so kleine Cakes. Mega, mega herzig und ja, recht gross. Und da habe ich die Einduftbeschreibung leider auch nicht. Die haben wir im Übrigen aber auch immer doppelt gekauft. Der Duft heißt Vamos a la Playa. Und wenn man da dran schnüffelt, ja, wird man wirklich am liebsten an den Strand. Er ist ziemlich parfümig, aber geht auch so in eine Sonnencreme richtig, ist frisch, auch leicht aquatisch. Ja, also eindeutig so ein Meer-Strandduft mit einem parfümigen Anteil und gefällt mir sehr gut, ist sehr, sehr intensiv. Ich hoffe, ich vertrete den vom Kopf her. So, dann kommen wir mal zum zweitletzten Duft. Der heißt Ensenada. Auch wieder ganz, ganz hübsch. Und da ist eine Mischung aus Ocean, Blue Sugar, Pink Sugar und Cotton.
Und ach, der ist ein Träumli. Ja, der aquatische, ozeanische, gemischt mit dem Blue Sugar, wo ja die männliche Variante ist von Pink Sugar. Pink Sugar hat es auch. Und den Baumwolle, ich liebe Baumwolle, Drift. Super, wirklich mega, mega fein. Also, ich bin wirklich begeistert. Und dann kommen wir mal zum letzten Duft. Der ist sehr bekannt von ihr, sehr begehrt. Da war mir auch klar gewesen, dass ich den doppelt brauche und dass mir der wird gefallen. Und zwar heisst der Cake by the Ocean. Und ist eine Mischung aus Pink Sugar, Shaving Cream und Ocean Breeze. Ja, Pink Sugar, Ocean Breeze ist eine von meinen Lieblingskombis. Und jetzt hier noch mit der Rasiercreme. Ja, also ich weiss, hier in Europa ist die Shaving Cream noch nicht so verbreitet. Ich weiss gar nicht, ob es überhaupt mal jemand schon gewagt hat. Kommt mir jetzt nicht gerade in den Sinn. Aber die Amis haben die Shaving Cream wirklich gern. Und das ist einfach so ein bisschen so ein pudriger Duft. Es gibt doch die Deos, die noch, wie heisst es im Deutschen, Talg duftet. Und ja, es ist einfach herrlich. Der ist jetzt nicht so boom ins Gesicht. Also er ist jetzt nicht so intensiv, aber man schmeckt all die Komponenten raus. Und er ist mega, mega lecker. Also da bin ich mir zu 99% sicher, dass ich den super finden werde. Ja, das war also meine Bestellung von The Fakery Bakery Wax. Das meiste sind wirklich Blends, die Pink Sugar drin haben. Aber ja, ist nach wie vor mein Lieblingsduft. Ich liebe es. Und in kalt finde ich wirklich alle super. Ich hoffe und bin dann gespannt, wie es in warm sind. Ich hoffe, dann sind sie auch recht intensiv. Und ja, ich freue mich dann schon, um die zu verdüfteln. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns sicher bald wieder. Macht's gut und tschüss zusammen.